meine Lieben, heute macht man veganen Biskuit. Ja, und für unseren veganen Biskuit fangen wir an mit dem Aquafaba, also mit dem Wasser von der Kichererbse. Ihr könnt ein anderes Kochwasser für die Hülsenfrüchte nehmen, aber eben am praktischen ist immer das Abtropfwasser aus der Kichererbsendose. Ich nehme da alle das komplette von einer Dose, egal was im Rezept drinnen steht. Aber damit bin ich jetzt gefahren bis jetzt. So, und kurz bevor wir es dann verwenden, dann müssen wir es noch einmal nach aufschlagen. Dann haben wir jetzt 145 Gramm Mehl und 40 Gramm Stärke. Da könnt ihr irgendeine Stärke nehmen, die ihr daheim habt. Reisstärke, Maisstärke, Tapioca-Stärke. Das ist ganz wurscht. Dann 100 Gramm Zucker. Einen halben Löffel Natron und einen Löffel Backpulver. Dann zwei Esslöffel Kakao. Dann tut es ein bisschen Vanillezucker rein da. Ich habe da so einen aromatisierten Zucker mit Vanille, Rosenblätter, Lavendel, dann einen Löffel Apfelessig, eine ganz kleine Banane, also bei euch dann eine Viertel Banane zergatscht. Wie viel haben wir da? 8 Liter oder? Nein, das sind 180 Milliliter. 180 Milliliter Pflanzenmilch. Dann eine Prise Salz. Und Öl haben wir wie viel? 50. 50 Milliliter. So. Dann machen wir jetzt zuerst da noch einmal rein. Dann gehen wir da dazu.
aufgerührt sein. Dann kommt da das Aquafaba rein. Schaut zwar ein bisschen flüssig aus, aber das bestimmt wieder wunderbar passen. Der kommt jetzt da aufs Blech und kommt dann bei 200 Grad, 180. Bei 180, 20 Minuten ins Backrohr. Und dann schauen wir, je nachdem, wie er aus dem Ofen rauskommt, ob man zu einer Rolle machen oder ob man einen belegten Kuchen machen. So, Mäuschen, magst du das da ausputzen? Mhm. Ja. Nein, ich glaube nicht. Mhm. So. Dann schauen wir eben, dass das alles schön gleichmäßig glatt ist. Und schön fleckert. Und dass es nicht irgendwo dicker ist oder dünner ist. Aber es müsste schon passen. So. Und jetzt darf das gute Stück in den Ofen und wir melden uns dann wieder, wenn es fertig gebacken ist. Ciao, dabei! So, wir haben jetzt noch 15 Minuten schon rausgeholt. Er müsste jetzt fertig sein. Das ist doch eh der normale Zucker. Ja, der feine Erbe ist das. Nein, eh nicht der mit Xylit, weil den haben wir da nicht. So, dann strahlen wir da gleich einmal einen feinen Zucker auf. Und da wird jetzt das Blech draufgestürzt. Muss das ich machen oder machst das du? Ich kann es eh machen. Machst du. Stürzen wir es drauf. Dann ist es mein Schild, wenn er bricht. Genau. Du hast das aber schon mit einem Fetzer lang. Jetzt einmal ein bisschen Lupen auf der Seite. Du hast draufgekommen? Nee. Man ist schön ausgekleidet. Jetzt oder? Papier nicht reißbar, ist gut. So, danke sehr. So, dann habe ich da schon einen anderen Küchenfetzen. Den habe ich ein bisschen angefeuchtet. Den legen wir da jetzt drauf. Das kriege ich.
dann soll das gut sein dafür, dass man da das Papier schön ablösen kann. Jawohl, schön. Bis auf ein kleines Stück. Aber das ist schon mal. Und dann streichen wir das mit Marmelade ein. Ihr könnt es auch mit Haselnusscreme einstreichen, mit irgendeiner Marmelade, die ihr habt, oder mit einer Joghurtcreme, mit einer Topfencreme, was auch immer. Und wir nehmen da Bovidl. Weil ich bilde mir nämlich ein, dass wir aus dem jetzt eine Biskuitroulade machen können. Und eben normalerweise sind ja da Marillenmarmelade oder so, Erdbeermarmelade ganz beliebt für Biskuitrouladen. Und meine Lieblingsmarmelade ist die Bovidl. Einfach weil es bei uns so selten ist. Also kommt ja ganz ordentlich drauf. So. Und dann geht's los mit dem lustigen Teil. Die Roulade eingerollt. Und schon ist sie fertig, unsere Biskuitroulade. Da hat es zwar ein paar kleine Risse, aber das macht nichts. Da kann man dann noch Schlagzucker drüber. Wir dann die jetzt ein bisschen auskühlen lassen und zeigen euch erst dann, wenn es angeschnitten ist. Okay, dann bis gleich. Ciao. So, jetzt ist unsere Roulade ein bisschen ausgekühlt. Jetzt schneiden wir es an. Ja, Wolchi, schaut einmal gar nicht so schlecht aus. Jetzt ist mir da ein bisschen zerbrochen. Macht aber nichts. So. Also, jetzt sehen wir es. Die Biskuitroulade geht auch in vegan. So schaut es aus. Eigentlich ganz einfach zum Nachmachen. Ich wünsche euch wieder gutes Gelingen und viel Spaß. Baba, für dich!